Wir brauchen Rahmenbedingungen. Diesen Ruf höre und lese ich in diesen Tagen des Öfteren. Wir brauchen Rahmenbedingungen, damit wir unsere Arbeit sinnvoll planen und gestalten können. Gemeint sind Vorgaben der Regierung, des Kreises, der Stadt oder auch der Landeskirche. Wir sind mit einer Situation konfrontiert, die so neu ist, dass sie aus dem Rahmen fällt. Covid-19 sprengt den Rahmen all dessen, was wir kennen und mit dem wir gut umgehen können. Eine Pandemie diesen Ausmaßes erleben die allermeisten von uns zum ersten Mal. So brauchen wir in vielen Bereichen neue Rahmenbedingungen, weil die Situation so neu und außerordentlich ist. Besonders zeigt sich das in der Diskussion um mögliche Sonderrechte für Geimpfte und die Impfpflicht. Momentan spitzt sich diese Diskussion in Seniorenheimen zu, wenn nicht alle Pflegekräfte sich impfen lassen möchten. Oder sie spitzt sich zu für Angehörige, deren altgewordene Mutter oder altgewordener Vater sich nicht impfen lassen möchte. Wie bleiben wir da respektvoll und verständnisvoll im Gespräch auf dem Weg zu einer gemeinsamen Lösung, zu einem Leben, in dem wir uns miteinander wohlfühlen, ob geimpft oder nicht geimpft? Die Frage nach den Rahmenbedingungen ist keine nur organisatorische Frage. Sie stellt auf den Prüfstand, wie wir miteinander umgehen. Sie fragt danach, mit welchen Werten und mit welcher Grundhaltung ich durchs Leben gehe und meinen Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft leiste. Sie fragt danach, wie ich mich im ständigen Wechsel von Werden und Vergehen verorte. Heute habe ich ein Bild mitgebracht. Es zeigt einen Engel. Er spricht: Fürchte dich nicht. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Die Botschaft dieses Satzes sprengt den Rahmen, der diesem Bild Halt gibt. Denn Gottes Liebe ist größer, höher und tiefer und weiter als alles, was ich mir ausdenken kann. Der Rahmen um dieses Bild hat für mich nur einen Sinn. Er weist hin auf den, der meinem Leben Halt gibt. Auch da, wenn mein Leben aus dem Rahmen fällt oder die Ereignisse in meinem Leben den Rahmen sprengen und ich haltlos zu werden drohe. Er ist da, der seinen Engeln befohlen hat, mich auf allen Wegen zu behüten. Daran möchte ich festhalten, in den Momenten, in denen mir das Leben aus der Hand entgleitet. Daran möchte ich festhalten, in den Momenten, in denen ich Abschied nehmen muss von einem lieben Menschen. Daran möchte ich festhalten in der Pandemie, wo wir oft nicht wissen, wie wir anfangen sollen, unser Leben neu zu gestalten. An der Schwelle zum neuen Jahr möchte ich dem alten Jahr Segen nachwünschen. Es brachte Freude und Kummer viel, beides, auch in dieser angespannten Zeit. Andreas Weyer und ich wünschen Ihnen und Euch ein gesegnetes Jahr 2021. Behütet und getröstet wunderbar. Des Jahres letzte Stunde, der